Evonik. Kraft für Neues. Wir sind hier bei der Firma Komatsu auf der Bauma 2019 und ich stehe hier mit Henrik Flohr. Der ist Produktmanager und zuständig für die Radlader und deren Entwicklung. Was gibt es hier Neues? Ja, das ist also eine Premiere für uns hier bei Komatsu, dass wir dieses Modell erstmalig zeigen, WA475-10. Das ist ein Modell, was wir speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden entwickelt haben und eine Kombination ist aus möglichst niedrigen Betriebskosten und hoher Produktivität bei gleichzeitig einfacher Bedienung. Findet Anwendung im Sand- und Kiesbau, im Recycling, im schweren Erdbau, Materialumschlag, dafür haben wir dieses Gerät entwickelt. Und wie genau wird da gespart? Das Kernstück dieser Entwicklung ist ein völlig neues lastverzweigtes Getriebe. Das beinhaltet einen hydrostatischen Leistungspfad und einen direkten Leistungspfad. Und abhängig vom Einsatzfall wird das vom Getriebe automatisch gewählt. Und das Ganze führt zu einer Drehzahlsenkung, also zu einer Senkung der Motordrehzahl und beeinflusst es deswegen den Verbrauch sehr günstig. Also das heißt, die Motordrehzahl wird im gesamten Bereich reduziert. Also weniger Spritverbrauch? Also weniger Spritverbrauch. Aber unsere Kunden, die brauchen natürlich auch hohe Produktivität. Deswegen haben wir auch die Arbeitshydraulik, das Hubgerüst überarbeitet. Wir können mehr Hubkraft zur Verfügung stellen, mehr Schaufelausbrechkraft. Dadurch wird das Füllen der Schaufel viel leichter. Da haben wir noch was völlig Neues hier bei diesem Radlader, was so noch keiner hat. Und zwar haben wir die Steuerung vom Fahrantrieb und von der Arbeitshydraulik voneinander entkoppelt. Das heißt, mit dem Fahrpedal bestimme ich nur noch die Geschwindigkeit des Radladers und die Hydraulikgeschwindigkeit bestimme ich nur noch am Ausschlag des Steuerhebels. Das ist von der Gerätebedienung einfacher, ja, weil der Fahrer halt nicht zu viele Parameter beeinflussen muss. Und daher kommt dann auch das Konzept der einfachen Bedienung. Ja. Spannend, vielen Dank für die Info.